Gott, ich will mein Jahresfavoriten-Video machen. Ich zeige euch die Produkte, die ich dieses Jahr sehr, sehr gern benutzt habe. Und ich fange auch an mit einem Duschpeeling von Balea. Das ist ja erst auch 2017 rausgekommen und ich habe das so, so, so geliebt, weil ihr wisst ja, Melone ist mein Lieblingsduft und deswegen war ich so, so happy, wie das rausgekommen ist und ich habe das gebunkert bis zum Umfallen. Was ja nicht unbedingt notwendig gewesen sein müsste, aber egal. Das ist auch, fällt mir auf, das einzige Duschprodukt, das ich jetzt habe. Deswegen mache ich mal mit Gesicht und so weiter. Ich habe nämlich dieses Jahr durchgehend diese Anti-Pickel-Bakterien-Blabla-Pads da verwendet. Die kennt sie. Ich habe die schon sehr, sehr... Irgendwie juckt meine Hand. Heißt das nicht, man kriegt Geld? Anti-Pickel-Pads da aufgebraucht und auch oft nachgekauft. Ich liebe die einfach. Die sind jetzt aktuell auch wieder leer. Ja, ich finde die super. Die haben mir zu meiner Pickelzeit sehr, sehr gut geholfen und ich würde die mir immer wieder nachkaufen. Das sind so Sachen, die ich wirklich gerne benutzt habe, weil ich gemerkt habe, dass sie mir auch helfen. So, dann habe ich hier ein Augen-Make-up-Entferner, den kennt ihr ja auswendig, das ist der von Hofer. Die haben ja die Farbe verändert und so. Aber er ist komplett gleich geblieben, Gott sei Dank. Weil die haben ihn heuer nämlich schon wieder verändert. Ich glaube, das machen die jetzt schon jedes Jahr. Und ich liebe ihn trotzdem noch immer. Und ich glaube, das ist der einzige Make-up-Entferner, den ich mir immer wieder nachkaufen würde. Das wisst ihr aber ja eh auswendig. Was ich noch mag und wirklich mir auch sogar nachkaufen würde, obwohl das ziemlich eklig ausschaut gerade, ist das L'Oreal Serum. Das mag ich wirklich gerne. Das heißt Hydra Genius und ich finde das wirklich, wirklich gut. Es ist noch relativ viel drin, weil ich es jetzt ja nicht mehr so verwendet habe, weil ich zurzeit das andere noch aufbrauchen will. Das zeige ich euch gleich. Aber manchmal, wenn ich merke, meine Haut braucht mehr Feuchtigkeit, benutze ich einfach das und dann hat sich das auch erledigt. Ich fand das wirklich gut. Was ich noch heuer sehr, sehr gern verwendet habe und ich heule gleich, weil ich sehe, dass es leer wird, ist das von Elizabeth Arden. Ihr kennt das mit die Kügelchen drinnen. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt und es ist bald, bald leer. Man sieht so ein bisschen auf der Handfläche, dass es so leicht schimmert. Ich hoffe, man kann es sehen. Und das tut es auf der Haut auch und ich liebe das einfach. Ah, es ist bald leer. Ah. Deswegen wollte ich es euch unbedingt auch noch in dem Video zeigen. Dann habe ich noch fürs Gesicht zum Fixieren, das benutze ich meistens immer, wenn ich frei habe, diesen MAC Fix Plus. Diesen, das gab überhaupt keinen Sinn. Ich habe voll den Hänger. Das MAC Fix Plus, aber in Duft Coconut. So, jetzt habe ich es. Das war wirklich für mich der absolute Hammer, weil ich habe das nie erwischt. Und dann kam das auch noch in so einem hübschen Design raus. Leider ist es fast leer, aber ich benutze es auch wirklich nur, wenn ich frei habe. Zum Arbeiten benutze ich das jetzt nicht, weil da ist mir das zu schade und auch zu teuer. Da habe ich ein anderes, was jetzt nicht wirklich ein Favorit ist, aber ich mag es eigentlich sehr gern. Das ist das von Make-up Factory. Nur ich glaube, dass ich auch mit dem nicht sehr lange auskommen werde. Ihr seht das ja. Ich meine, es wird noch eine Weile brauchen, bis ich es aufbrauche. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir nachkaufe, aber ich mag es auch sehr, sehr gern. Das Problem ist halt nur, dass es... Das Problem ist halt nur, dass es sehr teuer ist, finde ich. Es kostet 14,95. Das finde ich schon sehr... Okay, ich reg mich auf über das und habe ein Mac da stehen. Naja, wurscht. Ich meine aber, für den täglichen Gebrauch ist es mir zu teuer. So, dann habe ich noch ein Pflegeprodukt. Das kennt ihr auch auf jeden Fall, weil das habe ich auch in jedem Video rauf und runter gelabert. Meine Elizabeth Arden Kapseln. Die sind für die Augen und die sind fürs Gesicht. Liebe ich auch. Die für die Augen habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dass die noch irgendwo gibt. Bei TK Maxx meine ich natürlich. Aber die fand ich auch sehr, sehr gut. Dann gibt es noch ein Produkt für die Lippen, das ich wirklich liebe und mir auch nachgekauft habe. Und das ist das Lippenöl von Gosh. Sieht so aus. Ist auch relativ viel weg schon wieder, weil ich das täglich verwende. Aber ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Das ist mein absolutes Lieblingslippenöl. So, jetzt habe ich noch drei Parfums und dann sind wir eigentlich schon durch. Dieses Jahr ist eigentlich relativ wenig zusammengekommen, finde ich. Und es sind irgendwie immer wieder dieselben Sachen. Was ich heuer wirklich sehr, sehr gern verwendet habe und ich echt traurig war, dass es leer war, war mein Black Opium von Yves Saint Laurent. Ich liebe den Duft einfach. Ich habe noch das Eau de Toilette in groß, aber ich finde das Parfum irgendwie besser.
Und ich habe sowieso 100 andere Parfums, also darf ich mich gar nicht beschweren. Dann, den benutze ich immer so zur Frühlingszeit und liebe ich auch immer zur Frühlingszeit. Das ist von John Galliano ein Duft, gibt es leider nicht mehr, auch im Internet habe ich den nicht mehr gefunden. Sieht aus wie so ein Brief. Ich liebe den. Gott sei Dank habe ich den Tester noch bekommen, weil das ist ein Test und ich glaube, ich habe noch 5 kleine Backups oder so. Also komme ich noch eine Weile hin. Weil den Duft finde ich echt gut und ich verstehe nicht, warum die den auflassen haben. Dann habe ich noch ein Parfum. Das habe ich auch heuer immer abwechselnd dran, wenn ich weiß, ich gehe irgendwo fort oder so. Oder habe ein, weiß ich nicht, bei der Besprechung habe ich es tragen. Auf der Weihnachtsfeier habe ich es tragen. Wenn wir auf Fortgangen sind, habe ich es tragen. Die Rede ist von Elisab. Das ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich weiß nicht, ob viele das wissen. Aber das ist mein absoluter Lieblingsduft. Habe ich auch, glaube ich, in den beiden Duftlieblinge-Videos gezeigt, den Duft. Na, ich habe ihn nur einmal herzeigt und beim zweiten Mal dann nicht. Aber das ist mein absoluter Lieblingsduft. Und ich rede hier vom Eau de Parfum, vom klassischen. Ihr seht auch, jetzt habe ich Schluck. Ihr seht auch, dass da ein bisschen was weg ist. Nicht viel, aber dennoch etwas. Und ich liebe den Duft. Ich könnte in den baden. Mit dem gehe ich auch sehr, sehr sparsam um, obwohl ich noch eine größere Größe zu Hause habe. Aber mit dem gehe ich sehr sparsam um, weil ich Angst habe, dass der leer wird. So, das waren meine Favoriten von 2017. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was eure Favoriten sind von Parfum, Pflege und Make-up. Da habe ich nämlich gar nichts dabei gehabt, fällt mir gerade auf. Aber Make-up-technisch war ich eher so, wie soll ich sagen, eher am Aufbrauchen. Habt ihr ja mitbekommen. Also 2017 war wirklich mein Aufbrauchjahr. Ich habe zwar viele Sachen sicher geliebt, aber die habe ich auch nicht mehr, um die euch zu zeigen. Und deswegen, ja. Aber es waren viele Lieblinge dabei. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was eure Lieblinge waren. Und das heißt dann, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!